Herzlich willkommen zu unserem digitalen ökumenischen Gottesdienst. Schaut hin, so lautet das Motto des dritten ökumenischen Kirchentages. Er wird dieses Jahr im Mai digital von Frankfurt aus stattfinden. Deutschlandweit und weltweit können dann alle Menschen über das World Wide Web teilnehmen. Wir stimmen uns schon heute dafür ein und die Bibelworte für den Kirchentag lenken unseren Blick. Sie leuchten uns voraus und bringen uns auf den Geschmack von ökumenischer Gemeinschaft. Ganz herzlich begrüße ich dazu Franz Karl Klug von der katholischen Kirche, Marian Zelagi von der baptistischen Kirche und Mario Zeisig vom ökumenischen Kirchentagsteam, die gemeinsam mit mir diesen Gottesdienst gestalten werden. Mario Zeisig wird uns später dazugeschaltet aus Fulda. Und nun wünsche ich uns allen einen schönen und gesegneten Gottesdienst. Den ökumenischen Kirchensonntag. Als Zeichen unserer Verbundenheit entzünden wir die Osterkerze. Christus ist unser gemeinsames Licht und durch ihn sind wir verbunden. Mit der ökumenischen Bewegung, mit den feiernden Gemeinden, mit dem ökumenischen Kirchentag, den wir alle im Mai feiern werden. Gemeinsam sprechen wir Worte des 119. Psalms. Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht, deine Wahrheit währet für und für. Du hast die Erde festgegründet und sie bleibt stehen. Nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute, denn es muss dir alles dienen. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Dein Wort ist in meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Erhalte mich nach deinem Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zu Schande werden in meiner Hoffnung. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.
Barmherziger Gott, leben will ich, mit wachen Sinn in der Welt sein, mit offenen Augen Menschen begegnen. Dann passiert es. Ich sehe, was fehlt in meiner Nähe und weiter weg. Manches macht mir Angst und hinschauen fällt mir schwer. Wegschauen ist leichter. Hilf mir, Gott, gib mir von deiner Kraft. Herr, erbarme dich. Lässt uns sehen, was längst da ist an Gemeinschaft. In deiner Nähe erleben wir, wie viel wir einander geben können, Brot und Worte wie Brot. Du machst uns erfinderisch im Teilen von dem, was da ist, an Erfahrung und an Hoffnung. Mach uns reich in Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert. Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Leitwort des dritten ökumenischen Kirchentages, schaut hin, stammt aus der Geschichte des Speisungswunders im 6. Kapitel des Markus-Evangeliums. Das ist für diesen Gottesdienst auch der Predigttext. Da nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Die Stätte ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich etwas zu essen kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm: Sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach.
Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie: Fünf und zwei Fische. Und er gebot ihnen, dass sich alle lagerten, tischweise, auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie sie austeilten, und die zwei Fische teilte er unter sie an. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, 12 Körbe voll, und von den Fischen. Und die, die die Brote gegessen hatten, waren 5000 Menschen. Haben Sie es gehört? Das schaut hin. Es taucht überhaupt nicht im Text auf. Jesus sagt vielmehr: Geht hin und seht nach. Schaut hin, das beinhaltet beides. Es ist im Leitwort des ÖKT zusammengefasst. Das Sehen und das Handeln. Und diese Geschichte vom Speisungswunder zeigt wunderbar die verschiedenen Facetten, die unser Handeln haben kann. Da sind erstmal die Jünger nach einem langen Tag mit Jesus, nach vielen Erlebnissen mit den Menschen, mit denen sie unterwegs waren. Schauen Sie auf die Situation. Sie sind Realisten, haben einen realistischen Blick. Sie nehmen wahr, es wird dunkel. Die Menschen werden Hunger haben. Sie haben einen Blick für das Notwendige, eine soziale Ader. Aber dann bleiben sie damit stehen. Sie übernehmen keine Verantwortung. Zumindest sehen sie sie nicht bei sich. Sie fragen Jesus: Sollen wir sie wegschicken? Schick die Menschen weg. Sie schieben die Verantwortung für diese Menschen ein bisschen von sich. Jesus lässt das nicht zu. Er sagt: Nein, ihr steht in der Verantwortung. Gebt ihr ihnen zu essen. Und das wirft bei den Jüngern die nächste Frage auf, die viele von uns wahrscheinlich gut nachvollziehen können. Was kostet das denn? Sollen wir losziehen und für 100 Silbergroschen Essen kaufen? Haben wir so viel Geld? Ist es uns diese Sache wert? Und Jesus entgegnet abermals: Nein, ihr müsst nichts hinzukaufen. Es braucht nicht noch mehr. Ihr wart einen Schritt zu schnell. Schaut erst einmal, was ihr selber habt. Schaut, was bei euch ist. Geht hin und seht nach. Und das tun die Jünger. Sie schauen auf die Situation da direkt vor Ort, was haben sie, und dann übernehmen sie Verantwortung und teilen aus, sie handeln. Das Sehen, das Wahrnehmen der Notlage, das Verantwortung übernehmen und das Handeln steht in einem direkten Zusammenhang. Und Jesus ermahnt uns, da auch zu bedenken, dass wir die richtige Reihenfolge einhalten, keine voreiligen Schlüsse ziehen, nicht den zweiten Schritt vor dem ersten tun. Erst kommt das Sehen, das Wahrnehmen, etwas in den Fokus nehmen, den richtigen Blickwinkel auf etwas finden, scharf stellen. Dann kommt die Frage: Was kann ich tun? Was ist mein Auftrag? Welche Gaben habe ich? Welche Möglichkeiten? Und dann wird gehandelt. Schaut hin. Dazu laden wir Sie ganz herzlich ein. Feiern Sie mit uns
den dritten ökumenischen Kirchentag vom 13. bis zum 16. Mai. Wir können dazu leider keine Menschen in Frankfurt zusammenbringen, aber wir wollen Begegnung ermöglichen. Digital und dezentral, vor Ort, in den vielen Vereinen und Gemeinden in Deutschland. Feiern Sie mit an 4 Tagen einen ökumenischen Himmelfahrtsgottesdienst, einen Fernsehgottesdienst. Feiern Sie mit einen Festakt am Freitag, den 14. Mai, live aus Frankfurt. Feiern Sie mit eine digitale Kulturveranstaltung am Freitagabend. Seien Sie dabei, wenn es am Samstag im digitalen Programm aktuelle Debatten, zukunftsweisende Statements gibt. Bringen Sie sich ein in Online-Workshops und Gesprächsrunden. Treffen Sie Menschen im Netz. Feiern Sie mit am Sonntag den Schlussgottesdienst. Digital, im Fernsehen übertragen, bei sich zu Hause, in der Gemeinde, gemeinsam mit anderen. Wir wissen, an vielen Orten wird überlegt, was möglich sein wird, um den dritten ökumenischen Kirchentag genau da, wo man ist, zu feiern. Bringen Sie sich auch da ein, wir sind sehr gespannt. Und halten Sie sich auf dem Laufenden. Schauen Sie auf unsere Homepage, dort bekommen Sie die aktuellen Infos zum Programm des ökumenischen Kirchentages. Wann kann ich mich anmelden? Wie sieht das Programm genau aus? Was wird übertragen? Und was wird vielleicht bei mir vor Ort ermöglicht? Wir freuen uns auf Sie. Wir wollen gemeinsam Fürbitte halten. Barmherziger Gott, öffne meine Augen für das Leid der Welt. Öffne meine Ohren für die Klagen der Menschen. Öffne meine Sinne, damit ich Ungerechtigkeit erkenne. Zu oft sind wir blind und taub. Daher bitten wir dich, öffne unsere Arme, um Menschen aufzufangen. Öffne unsere Hände, um Menschen anzunehmen. Öffne unsere Herzen, damit wir einander helfen. Gott, lass uns erkennen, dass wir die Güte zum Helfen durch deine Liebe, mit der du unseren Herzen nahe bist, schon in uns tragen. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gemeinsam sprechen wir die Worte, die uns Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gottes hier und zu Hause. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Schaut hin mit wachen Augen.
Schaut hin, es gibt so viel zu sehen. Schaut hin, Gott schaut mit euch.